nach Berlin. Von Bochum aus werden uns etwa 410 Fans begleiten. Wir gehen davon aus, da wir ja in Berlin eine recht große Fangemeinschaft haben, dass wir so mit 800 Bochumern im Stadion rechnen können. Heimspiel gegen Wolfsburg haben wir bis dato 14.000 Karten verkauft und am Dienstag Pokalspiel in Aachen bis jetzt 1.300 Karten. Wir haben mit den Aachenern gesprochen, sodass wir noch bis morgen 13 Uhr Karten dafür verkaufen können. Sitzplätze gibt es keine mehr. Da gibt es ja nur ein sehr schmales Kontingent im Tivoli. Stehplätze sind keine ermäßigten Karten mehr da, aber noch haufenweise normalpreisige. Der Fahrer, also ich kenne den auch, wenn der auch vorher schon zu viel weiß, kann er sich auch, der wird sich auch oder wird sich auch da die Zeitungen und alles durchlesen, wird dann das eine oder andere schon vorbereiten. Und das möchte ich noch ein bisschen im Dunkeln lassen. Also ich möchte ihm nicht schon alles präsentieren. Und vielleicht gibt es die eine oder andere Überraschung für ihn. Gegen Bayern haben wir uns eigentlich wirklich versucht, auf uns zu konzentrieren, weil wir nicht mit der Manndeckung spielen, weil wir nicht gesagt haben, gut, wir wussten, dass, also bei Bayern sind ja praktisch alle, da muss ja auf alle aufpassen. Nicht so, dass du dann vielleicht zwei, drei hast, die über dem Durchschnitt sind, da sind alle über dem Durchschnitt. Und da kannst du nicht sagen, ja, der eine passt auf den Ribéry auf, der andere auf den Toni, der andere auf den Klose, der andere auf den Schweinstein, der andere auf Podolski, also da kannst du ja alle runterzählen. Und man muss auf alle aufpassen. Also von daher war wichtig gegen Bayern, wirklich im Verbund, also im Team zu verschieben und zu doppeln und in der Zone zu spielen. Und das, wir machen nichts anderes. Also das ist jetzt auch in Berlin so. Klar, die haben auch, denke ich, zwei, drei Spiele, also denke ich nicht so viel wie die Bayern, wo du natürlich auch sehr konzentriert dagegen spielen musst. Und wenn du das nicht tust, dann speziell vorne Pantelić, dann sieht man auch nicht immer 90 Minuten. Aber wenn der Ball Richtung Tor kommt, Richtung 16 Meter, dann ist der Brand gefährlich und dann haut er drauf. Und das haben wir im letzten Jahr gesehen, hat ein super Tor gegen uns gemacht. Also das reicht eigentlich. Und wir wollen, dass er das nicht nochmals macht. Ja, ich möchte jetzt die auch nicht speziell stark machen. Aber ich werde das sicher meiner Truppe auch noch sagen, dass wir also nicht jetzt, dass wir auch da Manndeko machen, sondern dass einfach diese Konzentration, das müsste ja eigentlich immer so sein, das müsste man eigentlich nicht explizit dann noch erwähnen. Und wenn die Spieler auch ein bisschen die Spiele gucken, dann sieht man das ja auch. Und mittlerweile kennt man ja auch den einen oder anderen Spieler. Es ist ja nicht so, dass da bei Berlin jetzt alles Neue mit dabei sind. Also weißt du auch, wie du dagegen spielen musst und dass du, und das ist speziell natürlich 30 Meter vor dem eigenen Tor, dass da die Konzentration und dieses Bewusstsein, in die Zweikämpfe zu gehen, dass das sehr hoch sein muss. Und wenn das nicht der Fall ist, können speziell auch wir als VfB Bochum. Bei uns ist ja jedes Spiel, das haben wir jetzt auch gesehen, wir haben 7 Spiele, das habe ich auch nur aus der Presse, ist es so, nicht mehr gewonnen, dass es extrem schwierig ist, Spiele zu gewinnen. Und dass wir die nicht irgendwie locker mal mit 6 oder 7-0 oder 7-1 gewinnen, sondern dass es immer sehr knapp ist. Und die Spiele, die wir jetzt verloren haben, ist einzig das Spiel in Leverkusen, wo wir 2 Tore bekommen haben, sonst ist immer ein Tor Differenz. Also kann das eigentlich auch mal, oder könnte das mal auf die andere Seite kippen. Und das müssen wir natürlich auch provozieren. Und um dieses Glück, da habe ich auch gesagt, das Quäntchen Glück hat vielleicht auch in diesem Spiel mal gefehlt. Oder dass wir, ja, da gibt es auch Spiele, wenn du dann Bundesliga anguckst, da fallen die Bälle den Spielern oder den Stürmern vor die Füße, wo du denkst, ja, das gibt es auch gar nicht. Und wie gesagt, da muss man natürlich auch hinkommen, da muss man hinlaufen und das kann man auch provozieren und es wäre an der Zeit, dass wir das auch mal so provozieren. Und dann kann man, wie gesagt, vielleicht auch mal schlecht spielen. Es ist wichtig, dass man in dieser Situation Punkte holt. Und nicht irgendwie in Schönheit stirbt, sondern wirklich auch konsequent diese Arbeit macht, die nötig ist. Aber dann schlussendlich auch Punkte mitnimmt. Es ist natürlich auch so, dass Hertha, ich denke, dass die schon
auch einen gewaltigen Druck haben, weil als Hauptstadtverein, auch die hatten einen guten Start auch, vorne mit dabei, Tabellenführung, Bayern, Jäger oder auch dann ähnlich wie wir, mal kurz auf dem ersten Platz über Nacht. Und da sind die Ansprüche, das kann man auch nicht vergleichen mit dem VfB Bochum, das sind natürlich ganz andere Ansprüche, ganz andere Möglichkeiten auch. Und was Fakt ist, die haben im Moment noch 4 Punkte mehr als wir. Und unser Ziel muss sein, dass wir diesen Abstand verkürzen. Die Stärken beim VfB Bochum sind, glaube ich, schon über Jahre sind die gewachsen. Das ist Gemeinsamkeit. Es sind nicht die Individualisten oder ein, zwei Spieler, die dann über dem Ganzen stehen. Es ist eigentlich immer das Team, das Familiäre, denke ich, was auch viele Spieler, die neu dazukommen, dann auch immer wieder erwähnen. Dass es nur gemeinsam geht, dass man nicht diese Möglichkeiten hat, wie jetzt unser nächster Gegner zum Beispiel, Hertha, dass man Millionen zur Verfügung hat und dementsprechend auch Spieler verpflichten kann, die, das wissen wir alle, wenn ein Spieler 5 Millionen kostet, dann kann er wahrscheinlich mehr als einer, der nur 500.000 kostet. Oder müsste eigentlich so sein. Und da geht es nur über den Teamerfolg. Und das sind unsere Stärken, sicher auch die Ruhe, die Geduld, die man hat, die auch im Vorstand, im Aufsichtsrat herrscht. Und dass man mit dieser Situation umgehen kann, dass man nicht nervös wird, dass man nicht hektisch wird. Und dann ist natürlich genau das auch entscheidend, dass wir oder im Trainerteam oder die, die außen rum sind, dass wir die Spieler stark machen, dass wir auch klar, nicht nur alles schön reden, sondern dass wir intern schon auch tagelang sprechen, dass wir auch die Fehler ansprechen, dass wir das oder dass ich das den Spielern zeige. Es hat aber nie den Zweck, die Spieler kaputt zu machen oder zu demütigen, sondern wirklich auch nur zu helfen, okay, zu gucken, bewusst zu machen, so und so war es. Versuche es besser zu machen das nächste Mal. Hau dich rein unter der Woche im Training. Und dann kommt das Spiel wieder und dann gucken wieder alle drauf. Nicht nur unter der Woche der Trainer, sondern dann kommen alle und alle sehen dann, ob es gut war oder schlecht war, geben auch die Kommentare ab. Schlussendlich ist nicht entscheidend für die Spieler. Das habe ich heute Morgen den Spielern gesagt. Sie sind Profis und Profis beinhalten nicht nur, wenn du oben stehst, dann klopfen die alle auf die Schultern und jubeln alle, sondern auch, wenn es mal schlecht läuft. Also du musst mit dieser Situation umgehen können, du musst mit dem Druck leben können, du musst den verarbeiten. Wir helfen natürlich, ist auch wichtig, dass die Spieler dann kommen, wenn einer Probleme hat und vielleicht sagt, okay, ich kann nicht spielen, weil ich unsicher bin, dann soll er kommen. Und dann spielt er der Nächste und dann kann er das wieder aufbauen. Und das sind natürlich die Mittel, die man zur Verfügung hat. Und wie gesagt, wir haben nur die Spieler, oder ich als Trainer habe nur die Spieler, die hier sind. Also ich kann nicht jede Woche kommen und sagen, ja, der ist jetzt nichts, der hat schlecht gespielt, jetzt kaufe ich mir einen neuen. Das geht nicht. Also du musst wirklich mit den Spielern, da geht es ums Zusammenarbeiten. Und wenn man auch ein bisschen Psychologie, das war gestern auch so, wenn man oder vielleicht auch sich selber mal nimmt, also nicht jetzt, kann jeder von euch kann er das auch selber kontrollieren. Wenn man mal ein Tief hat und versucht da wieder rauszukommen, dass es auch nicht von heute auf morgen geht. Also da braucht es schon sehr viel Eigeninitiative, dass man das bewusst wahrnehmen kann, dass man auch diese Unterstützung bekommt. Und es ist so, du kannst 10-mal loben, der Spieler nimmt das rauf. Wenn das Selbstvertrauen da ist, dann haut er die Bälle rein. Wenn es schlecht läuft und der Spieler spürt es selber auch. Und dann kommt der Trainer einmal und macht einmal Kritik, dann nützen die 10-mal Lob vorher, die bringen alles nichts mehr. Also das ist einmal Ding, ja, jetzt hat er schon wieder was. Und, also das ist natürlich ein sehr schmaler Grat. Und ich will ja, dass die Spieler erfolgreich bleiben oder dass wir, wenn mal ein kleines Tief ist, dass man da wieder rauskommt. Und das geht nur zusammen. Und das geht nur eigentlich
mit anfeuern, mit, auch mit der positiven Rückmeldung.